Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem neuen Kapitel aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster. Heute mit dem Titel Eingänge in eine neue Welt. Die Woche verging wie im Fluge und ich bereitete mich schon geistig auf meine Tauchgänge in den Wassertümpeln in der Nähe von Pedernales vor. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man etwas Neues macht oder plant, was man in seinem Leben vorher noch nie gemacht hat. Da arbeitet es im Kopf schon in alle Richtungen und man denkt nur an den großen Fund der eventuellen noch komplett vorhandenen Taino-Artefakte. Nur ein Traum oder wird es Wirklichkeit? Wir werden es sehen. Der Transporter von Abel, hier auch Pickup genannt, war beladen und es ging auf den Weg Richtung Kakteendschungel zu den Wasserlöchern. Diese Löcher werden hier im Land auch Pozos genannt. Nach etwas mehr als 30 Minuten Fahrzeit erreichten wir unser Ziel und Abel parkte den Pickup direkt nahe an den Leitplanken. Hier, wo wir in den Kakteenwald müssen, gibt es keine Parkmöglichkeiten ansonsten. Um zu umgehen, dass wir zu viele Sachen in irgendwelchen Taschen schleppen mussten, haben wir uns entschlossen, die Tauchausrüstung schon an der Straße zusammenzubauen und auch schon halb in den Neoprenanzug zu schlüpfen. Wer uns dabei beobachtete, der dachte bestimmt, dass mit uns irgendetwas nicht stimmen kann, denn wer geht denn schon freiwillig mit Tauchklamotten wandern? Es ging los, beladen mit Jacket, Flasche, Lungenautomat, Blei, Lampe, Flossen, Maske, Schnorchel und Gott sei Dank dem dünnen Neoprenanzug begannen wir unsere Wanderung durch den Kakteendschungel. Direkte Wege oder Trampelpfade gab es nicht. Auch kein GPS, was man heute nutzen würde. Ich musste mich also komplett ganz auf Abel verlassen, der sich mit seiner Machete einen Weg durch die Kakteenwände hackte. Nach ca. 30 Minuten Fußweg erreichten wir einen der ersten Possos in dieser Gegend. In der gleichen Ecke gab es noch zwei andere Possos, die wir bei unserer ersten Erkundung in der letzten Woche besucht hatten. Die Wanderung durch die Kakteen hatte Spuren hinterlassen. Unsere Ausrüstung und auch wir selbst waren gespickt mit kleinen Kakteenbällchen, die man, sollte es nicht glauben, während dem Gehen durch das Dickicht auf uns gesprungen sind. Ihr habt richtig gehört. Die Kakteen haben uns richtig angesprungen. Wie mir Abel erzählte, ist das die Art, wie sich die jungen Kakteen von der Mutterpflanze entfernen, um sich einen neuen Platz zum Wachsen zu suchen. Durch die leichte, unbemerkte Erschütterung beim Laufen oder sich Bewegen auf dem Korallensteinboden, was auch beim Fortbewegen von Tieren hier im Dickicht stattfindet, wird ein Mechanismus bei der Mutterkakteen aktiviert, sodass die kleinen Babykakteen regelrecht abgeschossen werden. Das ist kein Witz. Die fliegen richtig durch die Luft und setzen sich an den sich bewegenden Objekten fest. In diesem Falle auf uns. Bei einem Tier ist es dann so, dass die kleine Kakteen im Fell hängen bleibt und vom Tier mitgenommen wird. Irgendwo bleibt sie dann, wenn das Tier durch ein Gestrüpp streift, hängen, fällt zu Boden und hat ihren neuen Platz zum Wachsen gefunden. Interessant, oder? Aber jetzt genug mit der Biologie. Der Flüssigkeitsverlust war natürlich extrem hoch, wenn man mit einem Neoprenanzug durch diese Hitze wandert. Schlimmer als in einer Sauna, kann ich euch nur sagen. Da war es von Abel schon gut organisiert, dass er eine große Menge Trinkwasser mitschleppte. Das Wasser wurde vom Körper regelrecht aufgesaugt und kam aber dann auch gleich wieder als Schweißperlen raus. Erst einmal ins Wasser springen und sich abkühlen, bevor es dann an die Taucherei geht. Maske aufs Gesicht, Schnorchel in den Mund und erstmal schauen, was so im Randbereich des Possos zu sehen ist. Vielleicht liegt ja schon einer der vermeintlichen Taino-Krüge am Rand des Sees. Es gab nur eine sehr seichte, flache Stelle, wo man einfach ins Wasser hineinlaufen konnte. Der Rest, der fiel direkt tiefer ab und man konnte den Boden von der Oberfläche aus nicht mehr sehen. Also mit Maske und Schnorchel war erstmal kein Erfolg zu verzeichnen.
Also wieder raus aus dem Wasser und rein in die Tauchklamotten. Jetzt noch die Lampe in die Hand und los geht's zum ersten Tauchgang in einem Posso. Das Wasser war an der Oberfläche leicht trüb, was sich aber nach einigen Metern in die Tiefe schlagartig veränderte. Die Wassertemperatur wurde leicht kühler, was auch bewirkte, dass die Sicht besser wurde. Man konnte locker 10 bis 15 Meter weit schauen. Und jetzt war auch zu erkennen, dass ein kleiner Berg im See zu finden war, der zur Seemitte anstieg und an den Seiten bis zu 10 Meter in die Tiefe abfiel. Dabei handelt es sich vermutlich um die Decke, die irgendwann einmal eingestürzt ist und den fast kreisrunden Posso freigegeben hat. Diese Theorie wurde auch belegt durch mehrere Baumreste, die unter Wasser an den Seiten des Hügels liegen. Man sollte auch dazu wissen, dass es in der ganzen Gegend heute keine Bäume mehr gibt, nur Büsche und Kakteen. Das heißt, diese Baumreste liegen schon richtig lange Zeit, ich denke, wir reden vermutlich von 15 bis 20.000 Jahren, hier unter Wasser. Fantastisch, oder? Meine Konzentration war auf diesen Berg unter Wasser gerichtet, denn dort war die Wahrscheinlichkeit groß, vielleicht alte Artefakte zu finden. Doch außer ein paar kleinen Tonscherben war die Ausbeute nicht so richtig prickelnd. Das war nach all der Anstrengung schon etwas deprimierend, aber schauen wir mal, was der nächste Tümpel so bringt. Wir hatten ja noch zwei vor uns. Somit drehte ich mich um und machte mich auf den Weg Richtung Ausstieg, als ich so im Augenwinkel einen großen schwarzen Fleck an der seitlichen Felswand entdeckte. Langsam tauchte ich darauf zu und erkannte ein fast kreisrundes Loch in der Felswand. Das war der Eingang in eine Höhle. Wow, dachte ich, das ist ja mal was richtig Interessantes. Da ich eine Lampe dabei hatte, mein Luftvorrat noch zu Genüge war, traute ich mich in die Höhle hineinzutauchen. Was war das für ein Gefühl? Mein Gott! Der eben noch schwarze Eingang war mit dem Lampenschein nicht mehr schwarz. Nach dem Eingang öffnete sich die Höhle in eine größere Höhlenkammer. Das Wasser war kristallklar und mein Forscherdrang fing an, mir zu sagen, noch ein Stück hinein, dann noch ein Stück hinein. Und diese Ecke muss man dann auch nochmal schauen. So ging ich mutig weiter in die Höhle hinein. Mein Herz schlug schon etwas höher und ich war sehr euphorisch, denn ich konnte mal davon ausgehen, dass diese Höhle vor mir noch kein Mensch betaucht hatte. Was für ein Gefühl, unbeschreiblich. Ich wollte natürlich noch weiterschauen, aber ein Blick auf meinen Luftdruckanzeiger sagte mir, dass ich meine Luftreserve erreicht hatte und es Zeit wurde, zur Oberfläche zurückzukehren. Gesagt, getan. Ich drehte mich um wieder aus der Höhle hinauszutauchen. Aber wo muss ich hin? Die Sichtverhältnisse waren nicht mehr die gleichen. Kein kristallklares Wasser mehr. Ich hatte beim Hineintauchen in die Höhle nicht auf die Bodenbeschaffenheit geachtet. Die sich auf dem Boden befundene Schlammschicht wurde so stark aufgewirbelt, dass die vorher klaren Sichtverhältnisse sich nun zu einer Nullsichtsituation ausbreiteten. Ich schwebte sozusagen vor einer schwarzen Schlammwand, die sich langsam auf mich zubewegte und begann mich zu verschlucken. Meinen Herzschlag konnte ich an meiner Halsschlagader spüren und ein leicht panisches Gefühl kam auf, als die Schlammwand meine Lampe erreichte und regelrecht das Licht verschluckte. Es war jetzt einfach trotz Lampe stockdunkel. Wirklich stockdunkel. In meinem Kopf begannen sich alle möglichen Gedanken abzuspielen. Wie komme ich hier wieder raus? Genügt meine Luft noch bis an die Oberfläche? Bin ich noch auf der gleichen Höhe oder steige ich bis unter die Höhlendecke auf und bleibe dort hängen? Oder versinke ich im Schlamm auf dem Höhlenboden? Wo ist denn nur der Ausgang? Die Antwort, ihr Lieben, hört ihr in meinem nächsten Kapitel mit dem Titel
eine neue Leidenschaft. Ich hoffe, es hat euch heute wieder mal ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.